Um Zuversicht in, wie er sagte, ernsten Zeiten ging es Olaf Scholz heute bei seinem ersten Auftritt als Kanzler vor der Hauptstadtpresse. Groß und schwierig seien die Herausforderungen als Folge von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber, so bekräftigte Scholz erneut, niemand werde allein gelassen, ob es nun ums knappe Gas gehe oder die stark gestiegenen Preise. Soziale Unruhen im Winter schloss er aus. Denn vieles, was die Bundesregierung unternommen habe, wirke bereits und weitere Entlastungen seien auf dem Weg. Ja, und meine Kollegin Nadine Bader hat die Pressekonferenz in Berlin verfolgt. Nadine, was würden Sie sagen? Wie hat sich Scholz heute eigentlich präsentiert? Gab es da irgendwelche Überraschungen? Also ich würde sagen, die große Überraschung, die ist ausgeblieben. Es gab da ja doch ein großes Interesse natürlich der Hauptstadtpresse, weil es ja sein erster großer Auftritt hier in einer Sommerpressekonferenz war. Er ist sich da aber in seinem Stil treu geblieben, also dass er auf Fragen zum Teil sehr länglich geantwortet hat. Wenn man dann aber genau nochmal nachhört, dann sieht man, dass er da im Prinzip ausgewichen ist und nicht konkret drauf geantwortet hat. Andere Fragen, die ihm dann eher unangenehm waren, da hat er dann auch mal sehr kurz geantwortet. Das kann er ja auch ganz gut, beispielsweise auf die Frage, was er von diesem Schließfach wisse von Johannes Kahrs, das da ja aufgetaucht ist im Cum-Ex-Skandal. Da hat er einfach nur gesagt, nichts. Also insgesamt ist sich Olaf Scholz da seinem Stil treu geblieben. Einen gewissen Witz, wie wir ihn ja von Angela Merkel kennen, auch aus den Sommerpressekonferenzen, den hatte er auch nicht mitgebracht. Vielleicht noch ganz am Ende die Frage, ob er denn Angela Merkel vermisse. Da hat er gesagt, er telefoniere gerne mit ihr, aber er sei doch ganz gern Bundeskanzler. Aber ansonsten hat er recht kühl und länglich auf die Fragen geantwortet. Lassen Sie uns ein paar Themen noch mal abarbeiten. Fragen wurden gestellt, natürlich zum Krieg in der Ukraine. Scholz selbst hat ihn als größte Herausforderung bezeichnet. Wie will die Regierung denn da jetzt in kommender Zeit reagieren? Ja, Olaf Scholz hat da auch wieder das Bild der Zeitenwende bemüht und hat gesagt, Deutschland müsse sich eben jetzt auch selbst besser verteidigen können. Und in Bezug auf die Ukraine hat er vieles wiederholt, was wir schon von ihm kennen. Also er hat gesagt, es dürfe keinen Diktatfrieden geben. Es dürfe nur einen Frieden geben, dem dann auch unter den Bedingungen die Ukraine dann auch zustimmen könne. Also kein Diktatfrieden. Und man wolle von Seiten Deutschlands die Ukraine eben weiter unterstützen mit Waffenlieferungen wie bisher und auch mit neuen Geräten wie Iris-T, die ja auch erst dann von der Industrie angeschafft werden müssen. Also da möchte er weiter vorgehen wie bisher. Da gab es eigentlich auch keine neuen Überraschungen. Aus dieser Krise, aus diesem Krieg resultiert auch die aktuelle Krise, nämlich die Energiekrise. Welche Pläne hat denn der Kanzler da? Ja, da hat er auf die Energiewende verwiesen, die er weiter vorantreiben möchte. Da wird ja oft auf die Union verwiesen, die da einiges verschlafen habe. Diese Frage wurde ihm allerdings auch gestellt, weil er ja auch lange da mit in der Koalition war. Da ist er ausgewichen und hat gesagt, alle Länder in der Welt müssten sich jetzt eben umschauen, neue Energieressourcen finden und eben einfach die Energiewende voranbringen. Und er hat auf den Bau der LNG-Terminals verwiesen und hat gesagt, er gehe davon aus, dass dann Anfang Januar diese Terminals auch in Betrieb gehen könnten. Und er hat natürlich auf das verwiesen, was die Bundesregierung bisher schon gemacht hat, also weiter die Gasspeicher füllen. Das waren so die Punkte, die er angesprochen hat. Seit Jahren, muss man sagen, verfolgt Scholz ja ein Thema. Das wurde heute auch wieder klar, die Cum-Ex-Affäre um die Hamburger Warburg Bank. Das schleppt er noch aus seiner Zeit als erster Bürgermeister Hamburgs mit sich rum. Welche Fragen hatten denn die Kollegen und Kolleginnen da und wie hat er reagiert? Ja, da gab es einige Fragen. Die Journalisten haben versucht, ihn da in die Enge zu treiben, um eben herauszufinden, ob es da nicht doch eine Einflussnahme der Politik auch von Scholz gegeben haben könnte. Da hat er immer wieder geantwortet, dass ja schon seit 2,5 Jahren untersucht werde und es bisher eben kein Ergebnis gegeben habe, dass es da eine politische Einflussnahme gegeben habe. Und er wurde natürlich auch nach Herrn Kahrs gefragt, wann er das letzte Mal mit ihm Kontakt hatte. Da hat Scholz gesagt, das liege schon sehr weit zurück. Also da sind viele Fragen offen geblieben, die er dann ja auch wahrscheinlich kommende Woche noch mal wird beantworten müssen beim Untersuchungsausschuss. Das werden wir weiter verfolgen. Nadine Bader, erstmal vielen Dank nach Berlin.